Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe nach gefühlt Ewigkeiten mal wieder einen Shein-Haul für euch. Denn wer mir auf Instagram folgt, der hat vielleicht mitbekommen, dass ich mit meinen letzten Bestellungen so ein bisschen Probleme hatte und die Pakete immer in Belgien festgesteckt sind für mehrere Tage, Wochen und ich dem Ganzen so ein bisschen immer einen Schubs geben musste, bis sie dann tatsächlich endlich bei mir ankamen. Es kam alles bei mir an, aber ich musste so ein bisschen nachhelfen. Es war jetzt die letzten Wochen schon ein bisschen nervig und ich habe deshalb, wenn ein Paket dann bei mir ankam, nicht direkt einen Haul dazu gemacht, weil ich dachte mir, ich hatte irgendwie keinen Bock. So, ich musste erstmal abwarten, bis alles bei mir ankam. Und jetzt ist endlich alles da. Das Ding ist, ich habe jetzt hier einmal drei Bestellungen, die ich gemacht habe. Und es sind auch Teile einer Kooperation mit dabei. Von daher werde ich das hier oben einblenden. Und das schmeiße ich heute alles in einen Haul. Es klingt krass, wenn ich sage, es sind drei Bestellungen. Allerdings muss ich gleich vorneweg sagen, das sind nur die Sachen, die ich behalten habe. Es waren natürlich wieder größere Bestellungen, aber ich habe bereits die Sachen zurückgeschickt, die mir nicht gepasst oder nicht gefallen haben. Sprich, ihr seht heute nur das, was ich mir aus den einzelnen Bestellungen behalten habe. Wie gesagt, die Sachen, die Pakete sind immer in Belgien stecken geblieben, dann bis hin zu 2-3 Wochen. Und irgendwann macht man sich dann natürlich Sorgen und dann habe ich Shein über den Kundenservice kontaktiert. Und da muss man so ein bisschen tricky vorgehen, weil am Anfang, wenn man auf diesen Kundenservice geht, gibt es da so vorgefertigte Themen. Dann klickt man eins an, dann bekommt man so eine Roboter-Benachrichtigung. Und wisst ihr, es ist alles gut und schön, wenn da steht, dass wegen der Pandemie bla 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 gerade Probleme gibt. Alles gut und schön, aber es hilft nicht, wenn das Paket 4 Wochen irgendwo stecken bleibt. Und da muss man so ein bisschen immer angeben, dass die Antworten, die der Roboter gibt, nicht hilfreich sind. Weil dann kommt irgendwann, wenn die quasi merken, so irgendwie hilft keine Antwort weiter, dann kommt irgendwann manuellen Service kontaktieren. Und dann könnt ihr auf manueller Service gehen und dann seid ihr mit einem Shein-Kundenberater verbunden. Und dann gibt man denen quasi die Bestellnummer. Dann regeln die das und dann kontaktieren die sozusagen die Post, die dann wiederum guckt, wo ist das Paket. Und tatsächlich war es dann so, nachdem dann ein Kundenberater, ich mit dem verbunden war und der das nachgeguckt hat, dann war das Paket tatsächlich innerhalb von 2 Tagen plötzlich hier. Ich hoffe jetzt, dass niemand zuschaut, der irgendwie Probleme hatte oder sagte, ich habe mein Geld nie zurückbekommen oder ich habe mein Paket nie bekommen und auch kein Geld bekommen. Ich hoffe, dass es niemandem passiert, aber bei mir lief es an und für sich wirklich gut und die Pakete sind dann innerhalb kürzester Zeit, nachdem ich den Service kontaktiert habe, bei mir angekommen. So, ich werde euch die Sachen unten verlinken und ich werde euch das jetzt einfach so, wie es kommt, zeigen. 3 eigene Bestellungen habe ich gemacht, unter anderem habe ich da diese Hose bestellt. Und das war sogar so, dass ich diese Hose, die kennt ihr vielleicht schon von Instagram, die habe ich schon öftere Male getragen und auch immer viele Anfragen von euch bekommen, woher die ist. Die ist, ja wie soll ich sagen, die habe ich einzeln bestellt, weil ich habe am 1. Juli oder 2. Juli eine Bestellung gemacht und dann, was mache ich? Ich bin krank. Ich habe bestellt und habe direkt wieder geguckt, also so, als ob ich sonst keine Probleme hätte. Das ist echt nicht normal. Und dann habe ich noch diese Hose gefunden und dachte mir, ich brauche die. Und dann hatte ich tatsächlich noch einen Rabattcode, der einem den Versand quasi kostenlos gegeben hat. Weil normalerweise ist der Versand erst ab 39 Euro kostenlos. Die Hose hat 21 Euro gekostet. Und dann habe ich halt diesen Rabattcode eingelöst, damit wenigstens der Versand dann kostenlos war. Und so hat diese Hose 21 Euro gekostet. Und oh mein Gott, die ist einfach so toll. Die ist so so bequem, richtig bequem, also gar nicht irgendwie so starr, wie manche Jeansstoffe oft werden können, sondern die ist einfach nur super bequem. Und wisst ihr, was das Ding ist? Weil ich habe halt jetzt die letzten Tage ein paar so Rücksendungen halt gemacht, weil ich ja, aus dem Paket Nummer 1, das dann ankam, habe ich direkt weg wieder alles zurückgeschickt am nächsten Tag. Und jetzt habe ich, als ich aus Berlin zurückkam, ein Paket, das zweite Shein-Paket von Anfang Juli bekommen und ich habe halt auch direkt wieder alles zurückgeschickt und dann bin ich bei der Hose auch auf Rücksendung gegangen. Das war, wie gesagt,
eine Bestellung. Die ist auch super schnell angekommen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass meine Bestellungen immer größer sind, dass das Paket hängen geblieben ist. Aber ich habe quasi bei der Bestellung nur diese Hose bestellt. Und das war innerhalb von wenigen Tagen da. Also das ist nicht stecken geblieben. Und dann bin ich hergegangen, ohne Scheiß. Oh mein Gott, ich bin kriminell. Aber ich bin hergegangen, bin bei der Hose auch auf Rücksendung gegangen. Und dann haben die mir tatsächlich, weil es halt nur ein Teil war, haben die geschickt, weil ich habe angegeben, dass sie zu klein ist, aber sie passt. Und ich habe angegeben, die ist zu klein. Und dann haben die mir tatsächlich die 21 Euro zurückerstattet und haben geschrieben, ja, behalten Sie das Teil. Es ist schade, dass es nicht passt, aber wir schicken Ihnen das Geld zurück. Und jetzt habe ich hier eine Hose, habe das Geld dafür wieder zurückbekommen. Weil ich glaube, die dachten sich so, wegen einem Teil brauchst du jetzt nichts zurückschicken und so. Wegen einem Teil wollten die sich halt jetzt nicht diese Mühe machen. Und jetzt haben die quasi mir das Geld zurückgeschickt. Aber die Hose durfte ich behalten und die passt. Dann habe ich übrigens auch noch ein Lieblingsteil an, und zwar ist es dieses Top. Das habe ich mir selber bestellt. Das ist aus der Bestellung von Anfang Juli und das ist einfach toll. Ich habe das auch schon als T-Shirt, aber ich ziehe halt öfter und lieber Tops an. Und von daher, ich war wieder so dumm und habe es wieder nicht gecheckt. Das hat, glaube ich, nur so 3 Euro gekostet mit dem Rabattcode, den ich noch hatte. Und dann hat das noch so 3, 4 Euro gekostet und ich habe es irgendwie nicht überrissen, dass ich es schon wieder zweimal im Warenkorb hatte. Ach, das ist mir jetzt schon öfter passiert, dass ich Sachen reinlege und dann, wenn ich so nochmal alles durch in meiner Wunschliste, habe ich es dann auch drin, wenn ich nochmal alles durchgehe, lege ich manche Sachen auf doppelt in den Warenkorb, mir fällt es nicht mal auf. Jedenfalls habe ich eins davon Chantal geschenkt, aber ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich mir, sollte ich demnächst nochmal bestellen, mir das noch ein zweites Mal bestelle, weil ich will es auch vielleicht in die Arbeit tragen und ich habe da immer so ein bisschen Schiss mit Arbeit und Blondierflecken. Normalerweise trage ich immer so einen Kittel, da passiert nichts, aber um so auf Nummer sicher zu gehen, so für 3, 4 Euro, glaube ich, hole ich mir das nochmal. Ansonsten habe ich noch viele andere solche Tops. Also es sind alles so ganz kurze Bandeaus. Ich habe das hier einmal in der Farbe Schwarz. Die sind halt super praktisch. Einfach so für drunter. Das ist einmal das hier in der Farbe Schwarz. Ich habe hier, ich habe eigentlich immer Größe S genommen. Ja, das ist auch Größe S. Bei der Hose auch Größe S. Dann habe ich, das ist Größe S. Dann habe ich noch das hier. Das ist ja das gleiche, was sich Chantal letztes Mal in der Kooperation ausgesucht hat. Und ich habe ja gesagt, ich will mir das selber auch holen, weil mir das Outfit so gut gefallen hat. Ich habe hier auch Größe S. Das ist hier einmal in so einem hellen Pastelllila. Das, da haben mich auch super viele gefragt, weil ich das letztens schon mal in der Story anhatte. Ich hatte das auch in Berlin mit dabei. Das ist natürlich auch von Shein, auch Größe S. Und es hat dieses Leo-Muster und das ist so cool, weil das ist so Samt. Also es ist so Samtstoff, finde ich richtig schön. Und dann habe ich hier noch eins in Weiß, weil ich so eins in Weiß eigentlich noch gar nicht habe. Und ich muss sagen, mir gefällt das hier sogar am besten, weil das ist, während die hier, die haben so einen glänzenden, so einen fließenden Stoff irgendwie. Und das hier hat so, ist ein, nicht so rutschig, sondern das hier ist so ein, der hat auch hier so kleine Rillen drin. Da mag ich den Stoff hier sogar lieber, muss ich gestehen. Und da habe ich mir das hier noch in Weiß bestellt, auch in der Größe S. Genau. Dann habe ich hier noch ein Random Top, das ist ein bisschen länger, also kein so ein Crop Top, in der Größe S. Und das ist so cremefarben, also es könnte jetzt in der Kamera weiß aussehen vielleicht. Das ist cremefarben und ich finde halt diese dünnen Träger super schön. Nur was mich bei dem ein bisschen stört, das ist mir heute aufgefallen, als ich die Sequenzen hier gefilmt habe, dass das irgendwie... Ja, das hat hier halt noch so eine Einlage, so einen Stoff. Und der geht halt nur so, der ist nicht wirklich lang, sondern das, dieses Teil hier. Also hier ist der Rand und dann haben wir hier noch so einen Stoff, der so innen rumhängt. Und irgendwie sieht man das durch, weil das ist ein bisschen durchsichtig, was mich an und für sich nicht stören würde, würde man dann halt diesen Stoff hier innen drin nicht sehen. Weil quasi bis der Stoff aufhört, ist es nicht transparent. Jetzt kann man es auch ein bisschen sehen. Und ansonsten fängt es dann an, transparent zu werden und das sieht ein bisschen komisch aus, aber vielleicht schneide ich den Stoff einfach raus. Und dann habe ich mir noch diese Hose hier geholt. Das ist die gleiche, wie sie Chantal auch hat, nur ich habe mir die hier im blau-rosa ausgesucht und Chantal hatte nur lila
weiß, also so in diesem Batik-Look. Sie hatte quasi lila-weiß und ich habe mir hier die in blau-rosa ausgesucht. Aber ich glaube, ich fand die so schön auf dem Bild, aber ich muss mir, glaube ich, die andere auch noch holen. Dann habe ich hier eine kurze schwarze Hose, die zeige ich euch jetzt am besten eingeblendet, weil sonst erkennt ihr nichts. Die ist Größe XS und die habe ich mir bewusst so mini klein ausgesucht, weil die wirklich ja, auf dem Bild super kurz und super eng aussah und das ist sie auch. Gut, die könnte noch enger sein, also sie passt eigentlich recht gut. Aber das ist so eine Hose für einfach, wenn man zum Beispiel irgendwas braucht, was noch drunter ist. Weil ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn ich Röcke trage, ich ziehe super gerne noch so eine kurze Hose drunter. Einfach so für den Fall der Fälle, da muss ich nicht so aufpassen. Oder wenn ich zum Beispiel Kleider trage oder so, die nicht ganz so lange sind, dann trage ich da einfach gern so eine kurze Hose. Oder wenn man ein T-Shirt trägt, was ein bisschen länger ist, aber irgendwie nicht lang genug, so, wisst ihr, was ich meine? Dann trage ich super gern so eine Hose drunter. Und von daher habe ich mir die bestellt und die passt auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch einen Zweiteiler mir bestellt. Den einen Teil trage ich hier unten gerade. Ich zeige es euch einfach eingeblendet. Also das ist quasi wieder so ein Set für zu Hause zum Chillen. Und ich habe es mir eigentlich mehr oder weniger bestellt wegen dem Oberteil, weil ich das super schön finde. Ihr erkennt nichts, ihr seht es hier. Das ist halt einfach so ein Crop-Pulli. Sehr, sehr dünn. Ist auch ein bisschen durchsichtig, was mich aber ehrlich gesagt gar nicht stört. Und hat halt einfach, ist einfach super bequem. Hat einfach einen sehr, sehr leichten, dünnen Stoff. Und eigentlich wäre es halt für zum Chillen zu Hause, aber vielleicht trage ich den Pulli gerade auch irgendwie draußen mal oder so, einfach so im Sommer vielleicht so zum Drüberschmeißen. Und das ist in Größe S, dieses Set. Genau, die Hose ist wirklich nur für zu Hause, weil die ist schon auch durchsichtig, aber so, ja, ist ja auch nicht verkehrt zum Schlafen. Aber den Pulli, den finde ich sehr, sehr schön, hat eine super schöne Länge und der könnte für draußen und für zu Hause ganz gut sein. Dann habe ich hier eine Hose und die hat mich super an die Hose erinnert, die ich früher mal hatte. Vielleicht können sich da manche von euch noch an die Bilder erinnern, die ich mal gemacht habe. Da hatte ich so ein weißes Top an mit so einem Regenbogen drauf, glaube ich, und die blaue Hose dazu. Und ich hatte halt noch so meine blauen Haare. Und dann habe ich das, ich glaube, ich hatte sogar das Regenbogen-Make-up. Und da hatte ich einfach so eine blaue Hose an in genau dieser Farbe. Und dann habe ich die gesehen und dachte mir, die ist so schön. Aber sie ist mir leider ein bisschen zu groß. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich damit mache. Ich wollte sie nicht zurückschicken, weil während ich sie anprobiert habe, war das so eher von, also ich hatte so gedacht, so doch, das passt schon. Ich muss halt nur diesen Gürtel enger ziehen, aber das geht noch. Teilweise, wenn ich sie dann aber, vorhin hatte ich sie ja wieder an, als ich die Sequenzen gefilmt habe, habe ich mir gedacht, so, schon ein bisschen sehr groß. Dann habe ich ein Teil, oh mein Gott, wie viele haben mich nach diesem Teil gefragt. Das ist extrem. Ich hatte das einmal in meiner Story gezeigt, irgendwie super viele haben mich gefragt. Ich hatte das auch in Berlin mit dabei. So viele haben nach diesem Teil hier gefragt. Und zwar ist es dieser rote Zweiteiler. Und immer, wenn ich da irgendwas damit gepostet habe, dann, also wirklich so viele haben mich nach dem Link gefragt. Und ich werde es euch, wie gesagt, natürlich unten verlinken. Und oh mein Gott, wie toll ist dieses Teil. Also ich liebe es. Ich hatte es, wie gesagt, auch in Berlin mit dabei. War mir zum Teil leider ein bisschen zu warm. Ich dachte mir, vielleicht kommt mal ein kühlerer Tag, aber irgendwie kam der nicht. Und ich hatte es einmal an, aber da konnte ich den Pulli oben fast nicht ertragen. Und weil es einfach so heiß war. Aber das ist wirklich ein super schönes, cooles Teil. Entweder für zu Hause, aber unterwegs ist so mit so vielleicht Doc Martens oder irgendwelchen coolen Turnschuhen oder so. Super für unterwegs. Super. Einfach, ja, ist einfach geil. Und das Einzige, wenn ich mich über irgendwas aufregen darf, dann ist das, dass dieser Gummizug hier oben schon ziemlich eng ist. Und das ist halt wieder nur so eine Dekoschleife hier vorne. Da würde ich mir immer wünschen, dass das mehr zum Schnüren halt wäre, weil dann könnte ich es anpassen. Aber dieser Gummizug, der ist schon gut straff, muss ich sagen. Und der könnte ein bisschen, ja, einfach ein bisschen lockerer sein, ein bisschen nachgiebiger. Aber gut, aber ansonsten ist dieses Teil super schön. Dann kommen wir zum letzten Kleidungsstück und das ist, glaube ich, mit diesem Top hier mein Lieblingsteil, weil es ist einfach schön. Ich hatte es auch in Berlin mit dabei. Und es ist einfach, es sieht so cool aus. Es ist quasi so ein Kleid. Ihr seht es wieder eingeblendet. Ich habe es in Größe S bestellt. Miley. Mm-mm.
Und das ist halt komplett durchsichtig mit diesen Punkten. Und ich finde, das ist so, so schön für den Sommer einfach, weil es ist ja obviously nicht warm. Ich meine, okay, wenn es irgendwie so 30, 35 Grad hätte, würde ich es nicht tragen. Aber letzte Woche hatten wir meistens so, also als ich in Berlin war, hatten wir meistens so 28 bis 30 Grad. Da ging das vollkommen klar, weil man halt wirklich drunter sehr knappe Sachen anziehen kann. Und wenn man das drüber schmeißt, finde ich, ist man halt trotzdem irgendwie angezogen. Und es sieht halt einfach cool aus. Und das ist wirklich, ja, das ist auch von Shein. Und ich werde es euch unten verlinken. Und dann habe ich noch einen Teil, und zwar habe ich mir mal eine Tasche bestellt. Ich gucke mir natürlich auch die Accessoires immer durch und habe aber bisher noch nichts so Passendes gefunden. Aber ich habe mir da einfach mal diese kleine Tasche hier bestellt, die ich ganz schön finde. Könnte man halt jetzt, wäre jetzt für mich eher so eine Weggeht oder für so Unterwegstasche. Also wenn ich halt jeden Tag in die Arbeit fahre, habe ich immer die größere Tasche dabei, einfach weil da halt mehr reinpasst. Aber hier ist es eigentlich auch so, ich würde die eher so zum Feiern oder so mitnehmen. Die hat hier oben auch noch ein extra Fach, also mit so einem Reißverschluss für so kleinere Sachen. Und die ist aber wirklich sehr robust, sieht die aus. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Billo-Teil, sondern das ist schon, fühlt sich schon gut an. Man kann die Kette auch abmachen, sehe ich gerade. Dann könnte man das halt so mit sich tragen, würde ich nie machen, aber man könnte die Kette abmachen. Und das finde ich ganz cool so. Und ich habe mir auch, um das vielleicht noch dazu zu sagen, Schuhe bestellt. Ich habe ja bei Shein eigentlich noch nie Schuhe bestellt. Aber ich habe mir zwei Paar Schuhe bestellt. Und zwar einmal so Schlappen. Also so wie so Badeschuhe. So keine Hausschuhe, sondern halt einfach nur so wie so Adiletten quasi, in die man halt einfach nur so rein kann und die man schnell wieder ausgezogen hat. Weil ich wollte die, das klingt so richtig dumm, aber ich wollte die so zum Müll wegbringen. Oder wenn mal so die Post kommt und ich muss runtergehen. Oder einfach so für im Haus, wisst ihr, wenn ich einfach irgendwas in den Keller trage oder so. Und da habe ich welche gesehen, schlicht schwarz, aber die haben mir leider nicht gepasst. Also die haben super genau gepasst. Und dann hatte ich noch so Plateauschuhe bestellt, also so richtige so offene, die waren auch vorne an den Zehen offen und die hatten also richtig fetten Plateau unten dran und die waren super toll, also auch von der Qualität her richtig schön, absolut kein ich meine, okay, richtig beurteilen kann man das erst, wenn man Schuhe länger trägt, aber vom ersten Eindruck war der wirklich, war der Eindruck sehr, sehr toll, aber die waren auch zu klein, alle immer so um so einen halben Zentimeter ging es immer, aber ich weiß halt, wieso sollte ich es behalten, wenn es mir zu klein ist. Von daher muss ich das auch leider wieder zurückschicken. Also bei den zwei Paar Schuhen hätte ich jeweils eine Nummergröße nehmen sollen. Aber gut. Ja Leute, das war's jetzt mit diesem Haul. Ich bin froh, dass jetzt alles bei mir endlich angekommen ist. Es war jetzt schon so ein bisschen... Naja, trotzdem, falls jemand bestellen will, ich meine, die Sachen kommen auf jeden Fall. Nur gerade haben die halt einfach ein bisschen so Probleme. Aber ich habe noch nur immer einen gültigen Rabattcode mit Verena15. Kann man ab 49 Euro dann 15% sparen. Und ja, ich glaube, ich habe den bei der Bestellung sogar selber eingelöst. Meinen eigenen Rabattcode. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich halte euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden, wenn ich mir wieder was Neues bestelle. Aber ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen zurückhalten, habe ich bemerkt. So, jetzt reicht's voll. Okay, ich danke euch und ciao.